Alle lieben den Impressionismus, davon gibt's Tassen, Flipflops oder Uhren, auf denen man die Zeit nicht lesen kann. Aber als der Impressionismus Mitte des 19. Jahrhunderts aufkam, war der gar nicht beliebt. Die Leute meinten, die Bilder sehen aus, als wären die mit dem Besen gemalt. Kein Wunder, die waren nämlich sowas gewöhnt. Präzise, feine, naturgetreue Malerei. Und dann kam plötzlich so eine verschwommene Wischi-Waschi-Kunst. Den impressionistischen Künstlerinnen und Künstlern ging es nämlich darum, flüchtige Momente mit schnellen Pinselstrichen einzufangen. Also zum Beispiel eine schöne Lichtstimmung. Hier, schön. Dafür haben sie was Neues gemacht, nämlich Plenärmalerei. Also draußen gemalt, aber plenär klingt einfach deutlich schlauer. Und vorher hat man das kaum gemacht, da wurde eigentlich nur rausgegangen für eine Skizze, aber das Bild hat man dann drin im Atelier gemalt. Draußen malen ging jetzt deutlich einfacher seinetwegen. John G. Rand, der hatte nicht nur Geheimratsecken wie ich, sondern hat 1841 auch die Farbtube erfunden. Jetzt konnte man Farben easy transportieren. Vorher hat man das nämlich mit Schweineblasen gemacht und die waren ein bisschen schwer wiederverschließbar. Die große Frage der Impressionisten war, wie malt man Licht? Und sie haben sich entschieden, das mit ganz vielen kleinen bunten Farbtupfern zu machen, die sich dann erst aus der Entfernung zum Bild zusammensetzen. Viele impressionistische Bilder zeigen das Good Life der Oberschicht, also saufen. Ich bin reich. Ich auch. Geil. Am Ende hatte der Impressionismus Erfolg. Monet hatte zum Beispiel einfach mal 6 Gärtner für seinen Seerosengarten, dieser Bonze. Ja, das war's. Zeit ist um. Guckt auf die Uhr.